Ich bin kein Leistungssportler und habe in den letzten Jahren vergeblich versucht, regelmäßig laufen zu gehen. Ich habe es erst in diesem Jahr geschafft, das Ganze konsequenter umzusetzen. Und darum habe ich mir die Frage gestellt, kann man als 16-jähriger Normalsportler einen Halbmarathon laufen? Ich war immer schon ein guter Läufer, jedoch habe ich aus dem Talent halt oft nur sehr wenig gemacht. Ich habe es nie geschafft, für eine längere Zeit regelmäßig laufen zu gehen. Letztes Jahr habe ich zwar schon so ein Video gemacht, die Motivation hat sich danach jedoch nur in Grenzen gehalten und ich bin die Monate danach eigentlich auch nur sehr selten laufen gegangen. Zu Beginn des Jahres habe ich jedoch wieder die Motivation bekommen, laufen zu gehen und ich habe mir das Ziel gesetzt, Ende April den Vienna City Halbmarathon zu laufen. Und in diesem Video nehme ich euch über mein gesamtes Training hinweg mit, über die ganzen Schwierigkeiten, die ich hatte bis zum hoffentlich gelaufenen Marathon. Also lasst ein Abo da, das nicht zu verpassen. Im Dezember habe ich wieder begonnen, laufen zu gehen. Also wenn man das überhaupt schon so nennen kann. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich fand es cool, mich der Kälte auszusetzen. Und ich fand es auch ganz angenehm zum Abschalten und einfach cool, um über Dinge nachzudenken. Damals hatte ich keinen Hintergrund, das Ganze irgendwie ernst zu nehmen oder einen Wettkampf zu laufen. Ich wollte einfach nur ein bisschen laufen. Das hat sich jedoch dann geändert. Anfang des Jahres war ich dann wieder laufen und da ich mich nach dem Laufen so gut gefühlt habe, wollte ich das Ganze jetzt etwas länger durchziehen. Diese Motivation hatte ich schon öfters, aber sie hat halt nicht lang gehalten. Diesmal habe ich es aber wirklich ernst gemeint und habe mich gefragt, wie geil es wäre, wenn ich dieses Jahr einfach beim Vienna City Halbmarathon mitlaufen würde, da ich letztes Jahr bereits dort gearbeitet habe. Damals habe ich dort das Wasser ausgeschenkt und heuer will ich sozusagen die Seiten tauschen. Und aufgrund der alljährlichen Neujahrsmotivation bin ich im Jänner noch ein paar Mal laufen gegangen. Auch wenn der Pace nicht wirklich gut war, bin ich um die 7 bis 8 Kilometer gelaufen. Das ist mehr als ich in meinem Leben davor überhaupt gelaufen bin. Ich habe zu der Zeit nicht wirklich auf den Pace geachtet. Mein Ziel war es einfach regelmäßig laufen zu gehen und der Marathon war halt irgendwo in meinem Hinterkopf. Jedes Mal bin ich dann jedoch immer weiter gelaufen. Einmal über 11 Kilometer und am Ende des Monats sogar 14, also bereits 2/3 des Halbmarathons. Ich bin jedes Mal komplett an meine Grenzen gegangen, habe mich voll ausgepowert, aber es hat mir Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, dass meine Ausdauer jedes Mal besser wird. So schön das alles jetzt geklungen hat, so ging es jedoch nicht weiter. Ich habe mich dann verkühlt und musste fast 2 Wochen mit dem Laufen aussetzen und ich hatte danach das Gefühl, dass ich den ganzen Progress eigentlich wieder verloren habe. Zudem habe ich jetzt schon seit über einem Jahr einen chronischen Dauerschnupfen und wenn ich dann noch verkühlt bin, dann ist meine Nase immer zu. Das Problem ist, dass es durch diesen chronischen Dauerschnupfen immer sehr lange dauert, bis die Nase wieder besser wird und ich eigentlich nie komplett frei atmen konnte. Das ist nicht so lustig, denn eine richtige Atmung ist beim Laufen eine Voraussetzung, wenn man vorhat, längere Distanzen zu laufen. Das Gefühl von einer freien Nase, das kenne ich jedoch nicht mehr. Zum Glück ging es mir nach einiger Zeit wieder besser. Ich konnte das Lauftraining wieder aufnehmen und habe mit 5-Kilometer-Läufen wieder begonnen. Da ich nun sowieso nichts mehr zum Verlieren habe, habe ich mich dann jetzt auch wirklich beim Vienna City Marathon angemeldet. Ihr seht es hier schon, ich bin schon auf der Seite zum Anmelden. Es ist vollbracht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, aber das ist auch gut so. Mit dieser Anmeldung hatte ich sozusagen jetzt noch mehr Druck, jetzt erst recht laufen zu gehen und ich habe mir den offiziellen Trainingsplan vom Marathon runtergeladen. Ich habe mir eine erwartbare Zeit von ca. 2 Stunden 10 eingetragen und ein paar Elemente in meinen Trainingsplan implantiert. Ich bin dann in einer optimalen Woche 3-mal laufen gegangen, am Dienstag ein schnellerer 5-Kilometer Lauf, am Donnerstag habe ich geschaut, wie schnell ich 10 Kilometer laufen kann und am Sonntag gab es noch eine größere Runde. Meistens war ich jedoch nur 2-mal laufen, weil es sich einfach nicht anders ausgegangen ist. So, wir haben jetzt ca. 1,5 Monate vom Marathon. Heute laufe ich 10 Kilometer und schaue, wie schnell ich diese laufe. Und dann werde ich das nächste Mal hoffentlich 10 Kilometer noch schneller machen. Mein Ziel ist es, heute in unter einer Stunde, beim nächsten Mal dann noch schneller. So, 10 Kilometer geschafft. Ich glaube, in ca. 56 Minuten ist ganz okay. Ich fühle mich sehr gut. Beim nächsten Mal werde ich noch schneller sein. So ging das Training dann auch den ganzen März. Ich habe jede Woche versucht, die 10 Kilometer schneller zu laufen. So, eine Woche später, heute bin ich wieder 10 Kilometer gelaufen. Diesmal jedoch schneller als letzte Woche und zwar in ungefähr 51 Minuten. Nächste Woche will ich unter 15 Minuten laufen. Und bin dann noch einmal 17 Kilometer gelaufen. So, noch 35 Tage bis zum Marathon. Heute bin ich 17 Kilometer gelaufen. Es war schon sehr anstrengend. Ich bin schon ehrlich, ich hatte oft keine Lust laufen zu gehen. Vor allem die längeren Läufe fand ich sehr eintönig und ich musste mich wirklich überwinden, das durchzuziehen. So, heute wieder 10 Kilometer gelaufen. Meine Ausdauer wird immer besser, aber es war schon sehr anstrengend. Ich habe mich relativ ausgepowert und beim nächsten Mal will ich noch schneller sein. Ende März war ich dann wieder Skifahren und wie es das Schicksal
halt wollte, bin ich dann wieder mit einer schönen Verkühlung nach Hause gekommen. Das Lauftraining musste ich also wieder passieren und meine Nase war mal wieder zu. So, ich war heute wieder laufen, obwohl ich sehr erkältet bin. Meine Nase war komplett zu. Ich habe dann kaum Luft bekommen und musste den 10 Kilometer noch abbrechen, weil ich dadurch halt Seitenstechen bekommen habe. Aber bis dahin war ich gut unterwegs. Ich bin fast 6 Kilometer in 4,40 gelaufen. Das ist schon ganz gut und ich habe mich komplett ausgepowert. Aber wenn ich gesund wäre, dann hätte ich die Geschwindigkeit auch über 10 Kilometer geschafft. Und jetzt heißt es regenerieren, um dann wieder laufen zu können. Zum Glück bin ich nach einer Woche jedoch wieder gesund geworden und konnte das Training aufnehmen. Und jetzt ging es eigentlich schon in den Endspurt. Der Marathon kam immer näher und meine Ausdauer wurde immer besser. Ich konnte bis zu 3-mal in der Woche laufen gehen. Mein 10 Kilometer Lauf wurde auch immer schneller. Und der Pace war jetzt gar nicht mehr so schlecht. Eine Woche vor dem Marathon wollte ich dann die Generalprobe machen. Also schon einmal 21 Kilometer laufen, um dann zu schauen, wie es mir dabei geht. So, eine Woche vor Marathon. Heute probiere ich 21 Kilometer zu laufen. Schauen wir mal, ob das geht. So, es ist vorbei. Ich bin jetzt 21 Kilometer gelaufen. Wir haben mich komplett ausgepowert. Es ist wirklich schlimm, aber ich habe es geschafft. Und das in fast 2 Stunden. Wasser hat noch nie so gut geschmeckt. Im Nachhinein habe ich dann gehört, dass es gar nicht so schlau ist, wenn man eine Woche vor dem Wettkampf bereits so eine große Distanz läuft. Aber das ist halt schon passiert. Mein einziges Ziel beim Halbmarathon ist es ja einfach nur durchzukommen und nicht gehen zu müssen. Und ich will auch einfach nur so nah wie möglich an 2 Stunden kommen, auch wenn das wohl nicht so leicht wird. Dafür müsste ich nämlich bei 21 Kilometern 5 Minuten 30 pro Kilometer laufen, was für meine Verhältnisse schon sehr schnell ist, aber halt immer noch nur halb so schnell wie die ersten Leute den kompletten Marathon laufen. Das Krasse ist ja, wenn ich beim Halbmarathon ins Ziel laufe, gibt es halt einfach schon Leute, die bereits den ganzen Marathon gelaufen sind. Das ist eigentlich ein Disrespekt für alle Leute, die dann erst noch ins Ziel kommen. Dann gab es am Donnerstag auch schon den letzten Lauf vom Marathon. Ich laufe noch einen 10er und schauen wir mal, wie es mir geht. So, letzten Lauf vom Marathon absolviert. Wieder 10 Kilometer in unter 50 Minuten gelaufen. Leichte Steigerung. Dafür, dass ich heute irgendwie nicht ganz so viel Energie habe, war es sehr okay. Und jetzt heißt es regenerieren für den Halbmarathon. Der Vienna City Halbmarathon ist das größte Sportevent Österreichs und auch international sehr beliebt, weil es halt einfach eine sehr schöne Strecke ist. Es gibt meist über 40.000 Teilnehmer und im letzten Jahr wurde sogar der Weltrekord geknackt. Das ist wirklich krank. So, wir haben jetzt 2 Tage vom Marathon. Ich hole mir jetzt meine Startnummer ab. So. Ich habe jetzt hier den Sackel bekommen mit meiner Startnummer. Ich bin schon gespannt auf Sonntag. Ich habe dann diese Startnummer bekommen. 21345, eine sehr schöne Nummer. Und das Rennen wird mit einem Chip gemessen, der auf der Rückseite der Startnummer montiert ist. Dann war es soweit, der Tag des Marathons. Um 8 Uhr bin ich mit den Öffis zum Startpunkt gefahren und es war schon relativ viel los. Von 6 Startblöcken war ich in Startblock 5. Das heißt, mein Rennen hat es 20 Minuten nach dem offiziellen Start begonnen. In den ersten Kilometern habe ich erstmal versucht, mein Tempo zu finden und mich an die Geschwindigkeit der anderen Läufer anzupassen und das ging auch wirklich gut. Die ersten Kilometer waren gar kein Problem, durch die Zuschauer war man nochmal extra motiviert und hat nochmal so einen kleinen Kick bekommen und es ging mir beim Laufen richtig gut. Das Rennen ging dann durch die Prater Hauptallee und dann waren auch schon die ersten 10 Kilometer absolviert. Durch die Wiener Innenstadt ging es dann raus bis zum Schloss Schönbrunn und mir ging es immer noch relativ gut. Ich habe leider keine Sportuhr, da musste ich immer wieder zum Pace auf mein Handy schauen. Und ich habe es bis dahin geschafft, unter 5 Minuten 30 zu bleiben. Es war auch ein gutes Laufwetter, um die 10 Grad und Sonnenschein. Wenn es wärmer gewesen wäre, wäre das wohl auch nicht so angenehm gewesen. Es war ein sehr cooles Gefühl, mit so vielen anderen Leuten zu laufen. Und mir ging es während dem ganzen Lauf relativ gut. Kurz vor dem Ziel war es dann doch noch ein kleiner Kampf, sonst wäre es ja kein Halbmarathon. So, gleich ist vorbei. Aber ich konnte dann ins Ziel einlaufen. Und das mit souverän unter 2 Stunden. Geschafft. In unter 2 Stunden. Ich habe mein Ziel geschafft. Ich bin einen Halbmarathon gelaufen. Und das sogar in einer besseren Zeit, als ich mir vorgenommen habe. Zwar immer noch kein außerordentlicher Pace, aber für mein erstes wirkliches Rennen und den ersten Halbmarathon war es, glaube ich, ganz okay. Auch wenn das Training nicht immer nach Wunsch verlaufen ist und ich oft keine Lust hatte, laufen zu gehen, bin ich stolz darauf, dass ich das Ganze durchgezogen habe und eventuell mache ich das Ganze ja nächstes Jahr noch einmal. Danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.